An ein paar Tagen im Jahr verlagert sich die Aufmerksamkeit von Venedig auf die vorgelagerte Insel Lido, wenn diese zum Schauplatz des ältesten Filmfestivals der Welt wird und Stars aus aller Welt anzieht. Doch diesmal ist vieles anders als in den Vorjahren. Der rote Teppich klatschnass, viele Stars zu Hause geblieben. Hollywood streikt und die Drehbuchautoren und Schauspielerinnen dürfen nur in Ausnahmefällen Werbung für Filme machen. Emma Stone, Bradley Cooper und Michael Fassbender haben bereits abgesagt. Auch wenn einige nicht da sein werden, die Mehrheit der US-Filme wird trotzdem im Wettbewerb präsent sein und viele auch vom Regisseur, dem Cast und anderen unterstützt werden. Die negativen Auswirkungen auf das Festival werden begrenzt sein. Es geht auch um Schadensbegrenzung am Lido. Es ist das erste Filmfestival seit dem Streik in Hollywood und die Branche hatte sich gerade erst von der Corona-Krise erholt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für Venedig, mehr an die Regisseure zu denken, wie Michael Mann oder David Fincher, die selbst große Persönlichkeiten darstellen. Und man schaut mehr auf die Qualität der Filme als auf den roten Teppich. Als deutscher Beitrag geht Die Theorie von allem von Tim Kröger ins Rennen um den Goldenen Löwen. Und statt eines US-Films eröffnet heute Abend der italienische Kriegsfilm Kommandante von Eduardo De Angelis im Palazzo del Cinema die 80. Filmfestspiele von Venedig. Eine Chance für das europäische Kino, sich zu beweisen.